Diakoniestiftung Salem und die Paritäter Minden-Lübbecke-Herford haben sich miteinander für ein Hospiz hier in Minden eingesetzt. Im Jahr 2019 konnten wir dank der Unterstützung der Volker-Pardey-Stiftung unser Hospiz einweihen. Wir sind sehr froh über diese Möglichkeit, Gäste in ihrer letzten Lebensphase begleiten zu können. Der Gesetzgeber hat dafür gesorgt, dass auf unsere Gäste keine zusätzliche finanzielle Belastung zukommt. Dennoch müssen wir als Träger rund 10% unserer Kosten durch Spenden aufbringen. Darauf sind wir Jahr für Jahr angewiesen. Mein Name ist Claudia Dierkes. In meiner Funktion als Hospizleitung im Volker-Pardey-Haus heiße ich Sie herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick in den Tagesablauf unserer Einrichtung geben. Bei uns können 12 Gäste in einer warmen und herzlichen Atmosphäre ihren letzten Lebensabschnitt verbringen. Unsere Einzelzimmer sind wohnlich gestaltet und selbstverständlich können persönliche Gegenstände von zu Hause mitgebracht werden, um das Zimmer individuell zu gestalten. Wir verfügen über ein zusätzliches Besucherzimmer, damit die An- und Zugehörigen die Möglichkeit zur Übernachtung haben. Um Menschen in ihrer letzten Lebensphase bestmöglich zu begleiten, sind Hospize auf Spenden angewiesen. Der Freundeskreis des Hospizes Minden unterstützt durch Gast- und Zeitspenden die hospizliche Arbeit. Förderer und Freunde sind uns herzlich willkommen. Wir legen sehr großen Wert darauf, dass die Lebensqualität und Selbstbestimmung in der letzten Lebensphase möglichst lange erhalten bleiben. Aus diesem Grund und um das zu gewährleisten, werden alle Maßnahmen auf die individuelle Situation des Gastes abgestimmt. Damit Symptome und Leiden gelindert werden, erfolgen palliativmedizinische Behandlungen. Ergänzend hinzu kommen pflegerische Anwendungen sowie eine psychosoziale und spirituelle Unterstützung. So wie die vielen anderen Ehrenamtlichen habe ich hier die Möglichkeit, etwas von dem mir Geschenkten weiterzugeben. Nachdem ich an einer Schulung für ehrenamtliche Hospizbegleitung teilgenommen habe, finde ich hier eine sinnvolle Aufgabe, Menschen in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten.